Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind hier mit einem neuen Q&A. Habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres gemacht. Leute haben gesagt, mach's mal häufiger. Jetzt ist ein bisschen mehr als ein Monat vorbei. Und ich habe gedacht, machen wir das heute mal. Bisschen anderes Format. Ich habe mir 50 Fragen rausgesucht und ich werde die hintereinander weg durchrattern. Das heißt, mich nicht hoffentlich 2 Minuten mit einer Frage aufhalten, sondern ein bisschen mehr auf Quickfire gehen, damit ich erstens mehr von euren Fragen beantworten kann. Ich habe einfach die ersten 50 beantwortbaren genommen, die ich gekriegt habe. Also jetzt nicht sowas wie, was hältst du von dem Spieler? Was hältst du von meinem Lieblingsteam? Was hältst du von dem Coordinator? Werde ich sowieso im Laufe der Zeit drüber reden, deswegen sowas nicht. Die ersten 50 random Fragen, die meiner Meinung nach in die Q&A reinpassen, auch wenn sie teilweise wirklich halt sehr random sind, die sind hier heute drin. Sorry, falls es eure Frage nicht geschafft hat, aber dann vielleicht ja nächstes Mal. Kurz vorher, ich werde gefragt, weil es bei Holy diese Probeparks zurzeit nicht gibt. Die gibt es ab Donnerstag wieder. Und es gibt eine kleine Veränderung. Das heißt, für alle, die schon mal bestellt haben, für euch bleibt alles gleich. Ihr könnt nach wie vor Code NGG benutzen, um 10% zu sparen. Für alle, die noch nie bestellt haben, weil sie vielleicht gesagt haben, ja, ich hole mir jetzt nicht so eine große Dose, wenn ich nicht weiß, ob ich vielleicht eine andere Geschmacksrichtung viel geiler finde. Super für euch, denn wie gesagt, diese Probepacks wird es wieder geben, mit jeweils 3 so einen kleinen Probedingern von den 4 ersten Geschmacksrichtungen. Also da ist der Shark zum Beispiel mit bei, den ich sehr empfehlen kann. Und ihr könnt dann Code NGG5 benutzen. Früher war es NGG10 für 10 Euro zum Sparen bei der ersten Bestellung, jetzt sind es 5 Euro. Klingt dumm, ist es aber nicht, denn bei diesen Probepacks müsst ihr jetzt keinen Versand mehr bezahlen. Das heißt, ihr spart quasi oder ihr müsst theoretisch durch den Code 5 Euro mehr bezahlen als die Leute früher. Das heißt, ihr spart 5 Euro weniger, aber dann kommen die 5 Euro für den Versand ja nochmal dazu, die es früher bezahlt oder die früher bezahlt werden mussten und jetzt nicht mehr. Das heißt, früher hat man 10 Euro gespart. Und jetzt spart man 10 Euro. Code dafür für die erste Bestellung ist, wie gesagt, NGG5, um 5 Euro zu sparen. Donnerstag, ich glaube, 16 Uhr geht's live. Ich werde euch nochmal dran erinnern. Aber diese Probepacks, glaubt mir, das ist es wert. Selbst wenn ihr vielleicht schon mal eine so eine Dose geholt habt, dann holt euch das Probepack trotzdem. Vielleicht findet ihr einen anderen Geschmack ja viel geiler. Denn wie gesagt, ich empfehle immer Shark. Vielleicht finden manche von euch was anderes besser. Wir steigen ein in die Fragen. Wir haben, wie fandest du den Pro Bowl? Werde ich vielleicht noch mal genauer drüber reden, aber natürlich absolut Trash. Meiner Meinung nach sollten die den einstampfen oder irgendwie die Regeln ändern. Hat mit Football nicht wirklich was zu tun zurzeit. Kommen demnächst mal wieder Taktikvideos, würde ich feiern. Bei sowas sage ich ja immer eventuell in der Offseason. Ich habe irgendwann mal angefangen, einzelne Prinzipien vorzustellen, Offense, Defense ein bisschen. Kann ich auch wieder machen, wenn ihr wollt. Aber ich sage ehrlich, die Views damals, also verhältnismäßig, waren relativ weit unten. Und deswegen, manche Leute interessiert es halt sehr, aber die meisten Leute scheinbar, die meine Videos gucken, interessiert es gar nicht. Deswegen, vielleicht mache ich nochmal einen Testlauf, aber mal gucken. Immer noch depressiv vom 49ers-Loss. Was kann ich tun? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt witzig gemeint war oder nicht, aber falls es euch mal schlecht geht wegen irgend sowas, was halt, wo man weiß, es ist nicht besonders wichtig, aber es geht einem trotzdem irgendwie super nicht gut. Sport kann ich nur empfehlen. Egal, was ihr da gerne macht, ob ihr ins Fitnessstudio geht oder ob ihr zu Hause ein paar Liegestütze macht oder. Also, das reicht wirklich einfach. Ein paar Liegestütze machen reicht manchmal und man fühlt sich besser danach. Verrückte Leute, die gerne joggen gehen, können sowas machen: Schwimmen, Radfahren, mit einem Hund eine Runde Gassi, sowas hilft auf jeden Fall. Lieblings-NFL-Spieler? Ich glaube, zurzeit, wenn ich mich entscheiden müsste, für einen würde ich Matthew Stafford sagen. Ansonsten ist Derwin James dann noch ganz weit oben zusammen mit Jalen Ramsey. Dein Lieblingsspieler im Draft dieses Jahr? Ich werde auch manchmal gefragt, ob ich einen Draft-Crush habe. Noch nicht so wirklich, oder zumindest für die Lions noch nicht wirklich. Aber mein Lieblingsspieler, vielleicht Smoke Monday, muss ich drüber nachdenken. Welche 3 Promis würdest du zum Essen einladen? Natalie Portman, Kay Adams und Fabrice. Falls Fabrice nicht als Promi zählt, dann stattdessen DeAndre Swift, keine Ahnung. Dein Lieblingsgetränk, pff, Leute, was soll ich dazu sagen? Es zwar schon fast alle, aber egal. Holy, Link in der Beschreibung. Könntest du dir vorstellen, dass die ELF bald die zweitbeste Liga der Welt ist? So wie es zurzeit läuft, halte ich es für nicht sehr wahrscheinlich. Einfach weil das Training da gefühlt nicht sehr trainingsmäßig ist. Nicht mehr, also nicht sehr, oh, wir bringen euch was bei, sondern wir holen uns Leute, die schon was können und vertrauen dann darauf, dass sie gut spielen. So wirkt das zurzeit zumindest von außen. Dementsprechend, ich kann es mir vorstellen, aber zurzeit wirkt es nicht sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Wie schaut es aus, dass du zu DAZN oder zu RAN NFL gehst? Ich werde mich, wenn die Saison vorbei ist, irgendwann im Frühjahr, ich weiß leider noch nicht, wann ich das machen soll, wann dann der cleverste Zeitpunkt ist, könnt ihr auch mir mal da lassen, wenn ihr eine Idee habt. Ich werde mich initiativ bewerben. Das heißt, ohne dass die irgendwie eine Stelle ausschreiben,
werde ich da ein Bewerbungsschreiben hinschreiben, sagen, hey, guck mal hier, ich bin das, ich kann das, ich bin der Meinung, das und das mache ich gut. Habt ihr Lust, mich irgendwas kommentieren oder moderieren oder zu hosten zu lassen oder zu hosten zu lassen? Hosten zu lassen oder sowas. Aber ja, ich habe auf jeden Fall nichts von denen gehört. Also das ist nur mein Plan momentan. Wie läuft's mit Studium, privatem, Gesundheit, mental und physisch? Das ist eine ganz vollgepackte Frage. Also, wie läuft's? Generell würde ich sagen, gut. Mit dem Studium, meh. Großes Chaos, sehr stressig, macht mir keinen Spaß. Privatem, I don't know, ich weiß, es läuft. Gesundheit, mental und physisch. Physisch wird es besser, mein Knöchel ist wieder stabiler. Ich habe letzte Woche angefangen zu trainieren wieder. Also Football und mental. Wie lange willst du YouTube machen? Ich habe schon mehrfach gesagt, wenn YouTube einfach genauso weiterlaufen würde wie jetzt, das heißt Aufruf, Geld, alles mäßig, genauso wie es jetzt ist, würde ich vermutlich YouTube für immer weitermachen. Das Problem ist halt, das ist super unsicher. Es könnte ja passieren, dass ihr euch auf einmal alle nicht mehr interessiert, dass ich dann nur noch 100 Aufrufe pro Video kriege, dementsprechend mit dem Geld nicht mehr klarkomme, mit meiner Wohnung, generell mit Wohnung und Essen und sowas. Und dann müsste ich vermutlich aufhören, weil ich stattdessen einen anderen Job machen würde. Wenn es so bleibt wie jetzt oder sich nach oben entwickelt, sehe ich momentan keinen Grund aufzuhören. Zukunftspläne für den Kanal in Richtung etwas professioneller, hauptberuflich. Professioneller. Ich weiß nicht genau, was mit professioneller gemeint ist. Vielleicht, dass ich in einem Studio sitze und nicht in meinem Wohnzimmer oder was auch immer. Aber ich muss sagen, ich habe ein verhältnismäßig professionelles Mikrofon. Ich habe eine sehr gute Kamera. Ich habe super Lichter. Also es ist schon gar nicht so unprofessionell, würde ich sagen. Hauptberuflich würde ich gerne machen, aber das ist halt wirklich super unsicher. Deswegen studiere ich ja auch. Wenn YouTube sicher wäre, das heißt, wenn man mir versichern würde, dass was jetzt ist, ist quasi das Minimum und YouTube implodiert nicht und muss irgendwann aufhören, Leuten Werbeverträge zu geben und sowas, dann würde ich vermutlich auch mein Studium cutten. Mit wie viel Kilogramm machst du Bizeps Curls? So eine komplett random Frage. Ich mache tatsächlich keine Bizeps Curls, denn ich bin nicht auf Bodybuilder-Schiene, also ich trainiere nicht primär zumindest, weil ich versuche gut auszusehen, sondern ich wäre gerne gesund. Ich würde gerne gut Football spielen, wäre gerne explosiv. Und dafür trainiere ich. Deswegen, ich mache Rückenzeug, weil das halt auch für Gesundheit hilft. Und da ist Bizeps ja häufig mit dabei. Selbst beim Rudern und so ist ja Bizeps mit dabei. Aber ich mache tatsächlich keine isolierten Bizeps-Curls, weil es auch für Football nicht wirklich weiterhilft. Warum keine Freundin? Das ist eine ganz schön diepe Frage. Geht vermutlich zurück auf die Story, wo ich gesagt habe, meine Omi hat mir gesagt, ich soll mich zusammenreißen, weil ich noch keine Freundin habe. Oder vielleicht auch, weil ich keine Freundin hatte bis hierher. Vielleicht wäre es nicht so schlimm für sie, wenn, oder nicht schlimm natürlich, aber vielleicht hätte sie das nicht gesagt, wenn ich mal eine Zeit lang eine gehabt hätte. Ich mag generell relativ wenig Leute. Also wenn ich sie so treffe, meistens sind mir Leute relativ egal oder ich mag sie nicht. Und es ist selten, dass ich Leute mag, generell auf Anhieb. Auch wenn sie mir sympathisch sind, das ist dann meistens so, ja, sympathisch, aber ne. Und dass ich wirklich Bock drauf habe, mich mit Leuten zu befassen, das klingt irgendwie super abgehoben, irgendwie, als würde ich sagen, hey, Leute sind es nicht wert, dass ich mich mit ihnen beschäftige. So meine ich das gar nicht, aber das ist ja einfach eine Empfindung. Ich habe einen relativ engen Kreis, also wenig Leute, mit denen ich wirklich Kontakt habe, was auch absichtlich so ist. Und dann halt immer, wenn ich Interesse hatte, was vermutlich zweimal war in meinem Leben, dann hatte sie halt kein Interesse an mir. So, ist doof, ärgerlich, aber was soll man machen? Wenn du ein Team relocaten könntest, slash müsstest, welches wäre das? Ich würde sagen, die Jets oder die Chargers, weil ich es nicht mag, wenn zwei Teams in der gleichen Stadt sind und es jeweils meinem Empfinden nach zumindest die schwächeren Teams sind in der Stadt, also von den Fans her, sage ich mal, nicht von der Leistung. Wie verbringst du den Super Bowl? Höchstwahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich bei Fabrice mit Fabrice. Könnte natürlich reingrätschen, wenn jetzt einer von uns zum Beispiel positiv wäre oder so, Covid-19-mäßig, aber das ist der Plan. Und selbst wenn wir den nicht zusammen gucken können, am gleichen Ort, dann würde ich vermutlich mit ihm skypen oder so. Was ist dein Lieblings-Football-Event? Week 1, Super Bowl Draft oder so? Ja, ich würde sagen, das sind schon die Großen, wa? Entweder man freut sich halt sehr auf den Kickoff, Week 1, oder man freut sich sehr auf den Draft oder auf den Super Bowl. Ich wüsste nicht, ob es da noch ein anderes Event gibt, dass jetzt irgendwer sagt, boah, ich freue mich immer am meisten auf die Pro Bowl-Woche oder auf den Beginn der Free Agency oder so. Und ich denke, für mich ist es tatsächlich der Draft. Super Bowl wäre natürlich, wenn da die Lions drin sind, dann wäre das natürlich das Maximum. Aber
ist halt relativ unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit passiert. Dementsprechend sage ich Draft. Hast du in Eriks Podcast reingehört? Also am Ende. Erik, Easy Money hat einen Podcast. Wenn ihr Lust habt, hört euch den an. Aber fuck no. Nein, habe ich nicht. Und werde ich auch nicht. Was stört dich? Also ich kriege ab und zu irgendwelche Ausschnitte geschickt, wenn er über mich redet oder über irgendwas, was Leute, wo Leute finden, dass es dumm ist. Dann schicken sie mir das und sagen, hey, findest du auch, dass das dumm ist? Und dann sage ich entweder nein oder ich sage, ja, ich finde auch, dass das dumm ist. Also ich kriege ab und zu Ausschnitte gesendet, aber ich höre es mir nicht von alleine an. Was stört dich am meisten an Madden? Vermutlich das Desinteresse, was einfach sehr offensichtlich gemacht wird von EA an der Gruppe der Franchise-Spieler, dass es so ist. Die holen sich das Spiel sowieso und wir fokussieren uns auf das, was uns am meisten Geld bringt. Irgendwo logisch, weil es ein Company ist, aber ich finde es doof. Interesse an NBA? Ja, am Rande, ich mag die Raptors. Bleibst du Running Back oder gehst du auf eine andere Position? Wir sind übrigens bei Frage 21 gerade. Ich bin Running Back / Slot Receiver. Momentan ist der Plan, dass ich von beiden ein bisschen was mache. Aber müssen wir noch gucken, wie das dann im Training läuft und so weiter. Salsa oder Käsetipp? Käsetipp. Ich hätte gerne einen Käsetipp. Welchen Käse soll ich nehmen? Möchtest du, wenn du später Job und genug Geld hast, dir ein Haus bauen, auch ohne Frau und Kind? Nein. Wenn ich alleine bin, was soll ich dann in einem Haus? Viel zu viel Platz. Wirst du ja gefühlt depressiv, einfach weil du so viel Platz hast. Wenn du dann Tendenzen hast, sowieso ab und zu ein bisschen down zu sein, ganz schlimm. Also nee, definitiv nicht. Wenn ich alleine bin, dann wohne ich irgendwo in einer Wohnung. Wie weit bist du mit deinem Studium? Ich habe keine Ahnung. Ich kriege schlechte Laune, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen sagen wir mal, ich bin, keine Ahnung, 2/3 durch meinen Bachelor oder so. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung. Alles wird ausgebremst dadurch, dass man manche Sachen nicht machen kann. Ich werde mich jetzt hier nicht aufregen, aber ja. Also sagen wir mal 2/3 durch den Bachelor, danach kommt theoretisch noch der Master, Referendariat, ne. Mit welchem NFL-Headcoach würdest du am liebsten einen Drill machen? Gute Frage. Mike Tomlin. Streamst du zum Super Bowl? Ich weiß es wirklich noch nicht. Es ist wirklich 50-50 zurzeit. Ich finde es in meinem Kopf genauso wahrscheinlich, dass wir streamen, als dass wir nicht streamen. Müssen wir noch gucken. Dein Traum, den du im Football erreichen willst. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr happy, wenn ich irgendwann wüsste quasi, okay, ich habe jetzt was ich mein Leben lang weitermachen kann mit Football, mit dem ich meinen Unterhalt verdienen kann. Ob ich nur irgendwann auf einem Level bin, wo ich coachen kann, wo ich denke, okay, ich habe genug Geld und ich kann das machen, das ist, würde ich mal sagen, eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, YouTube, wenn ich das weitermachen kann einfach, mache ich das auf jeden Fall weiter. Oder wenn ich irgendwas kommentieren kann, wenn ich irgendwo Artikel schreiben kann oder so und ich weiß, dass ich das machen kann, bis ich irgendwann nicht mehr arbeiten will oder was auch immer, dann wäre da mein Traum damit erfüllt. Quasi einfach mit, dass Football meine Arbeit ist, egal in welchem Aspekt. Lieblings-Assassin's Creed-Teil. Syndicate, der im viktorianischen London, weil ich die Zeit geil finde, oder Black Flag, aber das war nur, weil es mein erster war. Dave, bester UK-Rapper. Bester ist halt immer schwer und solange Stormzy da ist, ist es auch schwer, aber Dave ist auf jeden Fall sehr besonders. Ich mag ihn sehr. Wann kommt der erste Mockdraft? Ich nehme an, nächste Woche. Ich denke in der Woche nach dem Super Bowl, aber ich bin mir noch nicht sicher. Was soll man sagen, wenn man gerade nicht weiß, was man sagen soll, dass es dann so eine peinliche Stille gibt? Das ist interessant, habe ich letztens mit einer Freundin drüber geredet. Manche Leute haben da gar kein Problem mit, einfach so eine Stille zu haben. Und sowohl sie als auch ich, wir können das gar nicht ab. Da muss immer irgendwer reden oder sowas oder irgendwas muss passieren. Ich würde sagen, das Einfachste ist, hey, kennst du NGG auf YouTube schon? Abonnier den. Wenn du Headcoach bei einer beliebigen Franchise wärst, welche würdest du da nehmen? Okay, sagen wir mal, ich bin kein Lions-Fan. Und sagen wir mal auch, ich bin kein Florida State-Fan. Chargers vermutlich, weil die Gegend cool ist, obwohl L.A., ich war noch bei San Diego. Dann vermutlich eher vor den Niners. Ich glaube, ich würde lieber in San Francisco wohnen als in L.A. und das Team ist gut. Wie läuft es bei den Adlern? Was ist deine Perspektive im Team? Also grundsätzlich, ich glaube, da kommen wir auf einer späteren Frage oder bei einer späteren Frage auch noch drauf zu sprechen. Ich bin im zweiten Team, ich bin nicht im ersten Adlerteam, ich spiele jetzt nicht GFL oder so. Und ich habe ja auch gerade erst wieder angefangen mit dem Training. Ich war jetzt ein halbes Jahr raus. Und auch seit wir bei den Adlern sind, was ich mit wir meine, komme ich auch später noch drauf zu sprechen, da bin ich jetzt auch schon raus gewesen die ganze Zeit. Und ich habe jetzt erst eine halbe Trainingseinheit mitgemacht und dann so eine extra Throwing-Session. Ansonsten war ich halt immer da, aber nur passiv. Meine Perspektive im Team ist, dass ich
offensiv spiele und möglichst viele Snaps sehe und möglichst viele Touches natürlich. Kommt irgendwann eine Roomtour. Es ist super langweilig. Hier straight geradeaus ist meine Küche, da ist mein Schlafzimmer, da ist fast nichts drin, außer meinem Bett und meinem Schrank. Und dann habe ich noch ein Bad und einen Flur. Ich habe, als ich relativ neu in der Wohnung war, also vor anderthalb Jahren oder so, da habe ich eine Roomtour gemacht und seitdem hat sich nicht viel getan. Also eventuell kommt irgendwann nochmal eine Roomtour, aber die würde ich mit meinem Handy filmen wollen. Und ich weiß nicht, ob man es hier gut erkennt, aber meine Kamera ist halt ein bisschen kaputt. Deswegen nein. Hast du bestimmte Aberglauben? Theoretisch nicht wirklich, aber ich glaube manchmal wirklich dran, dass Sachen verjinxt werden können. Das heißt, wenn jemand einen Elfmeter schießt, zum Beispiel im Fußball, und beim Hinlaufen sagt der Kommentator, oh, ist ein super sicherer Elfmeterschütze, in dem Moment gehe ich dann immer davon aus, dass er daneben schießt und sowas. Also jinxen. Wie würde dein Leben laufen, wenn du niemals auf Football gestoßen wärst? Boah, da will ich ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken. Vermutlich würde ich studieren, vermutlich auch das Gleiche, was ich jetzt studiere, aber müsste nebenbei halt irgendwas arbeiten, worauf ich keine Lust hätte. Und so jetzt zur Zeit habe ich den besten Nebenjob der Welt. Also, let's go. Vor mal nach Hawaii zu kommen, viele Grüße von Honolulu. Oh geil, Alter, Grüße zurück. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich alleine Urlaub in Hawaii, auf Hawaii, ne? Auf Hawaii mache. Wenn überhaupt, dann so flitterwochenmäßig. Also höchstwahrscheinlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie war so deine Anfangsphase auf YouTube für dich? Motivationsprobleme? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber nein. Dadurch, dass ich am Anfang nicht YouTube gemacht habe mit dem Ziel, ey, ich will da möglichst groß werden und ich will so viel Geld wie möglich verdienen, sondern dass ich es gemacht habe, um Leute zu haben, mit denen ich über Football reden kann, die mir eventuell zuhören beim Football und auch um mich mehr mit Football zu beschäftigen. Ich glaube, dadurch hatte ich keine Motivationsprobleme. Wenn Leute das nur machen, um wirklich Erfolg zu haben, um berühmt zu sein, um Geld zu haben und sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr kritisch ist am Anfang. Oder man zieht sich halt an anderen Leuten hoch. Was wäre dein Traumauto eines Tages? Ich habe keinen Führerschein. Ich habe mit 18 den machen wollen, habe so ein Intensivfahrschule gemacht. Das wäre, glaube ich, 2 Wochen oder so wäre das gewesen und dann hätte ich den gehabt. Und dann habe ich mir mein Kreuzband gerissen, 3 oder 2 Tage, bevor ich meine praktische Prüfung gehabt hätte. Theoretisch hatte ich schon bestanden und alles, konnte dann die praktische Prüfung nicht machen. Dann war ich in Neuseeland, dann ist die theoretische Prüfung verfallen und danach hätte ich quasi alles nochmal neu machen müssen. Und solange ich in der Stadt wohne und erst recht, solange ich keine Kinder habe, wofür brauche ich ein Auto? Also, und generell, ich interessiere mich auch nicht wirklich für Autos. Also ich habe leider kein Traumauto. Langweilige Antwort. Vermutlich ein Tesla, keine Ahnung. Wie sieht's mit einer Reise zu einem NFL-Spiel aus mit Akkreditierung, siehe NBA, YouTube? Da habe ich schon häufiger mitgekriegt, dass das gemacht wird von welchen. Wäre ich natürlich voll dabei, so würde ich super gerne machen. Ich denke momentan ist es wahrscheinlicher, dass ich eventuell mit Akkreditierung, aber auch das ist mehr Hoffnung als Vermutung, zu dem Deutschlandspiel komme, wenn es dann wirklich stattfindet. Vorher werde ich, glaube ich, nicht in Amerika zu irgendeinem Spiel kommen. Wann kommt dein eigener Geschmack bei Holy? Heilig Holy? Heilig Holy? Heilig Holy, was auch immer. Heil Holy, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Ist nichts geplant momentan. Aber, wer weiß. Du kannst ein Konzert besuchen, kostenlos. Egal ob Vergangenheit oder in der jetzigen Zeit, welches. Ich glaube, als Linkin Park mit Jay-Z dieses Hybrid-Album gemacht haben, die waren auf Tour sozusagen und die Konzerte waren immer relativ klein und da gibt es Videos von, da wäre ich richtig gerne gewesen. Kommt natürlich auch oder hängt damit zusammen, dass es logischerweise nicht mehr machbar ist, weil Chester Bennington ja leider nicht mehr da ist, deswegen, ha. Ziele in nächster Zeit privat und auf YouTube. Auf YouTube möchte ich einfach nur weitermachen, ich bin momentan super zufrieden damit. Klar, Wachstum ist ein bisschen schleppend zurzeit, aber wie gesagt, ich gucke nicht so wirklich auf Abonnenten und sowas. Ich freue mich da super drüber, wenn ich irgendeinen Meilenstein habe. Aber Gott sei Dank ärgere ich mich nicht sehr, wenn ich langsamer voranschreite. Genau, deswegen, da bin ich zufrieden, wie es läuft. Ich würde gerne immer mehr neue Leute zum Thema Football bringen. Oder vielleicht von ran welche übernehmen, die sagen, okay, ich bin jetzt kein absoluter Anfänger mehr, sondern ich würde mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigen, dass die dann zu mir kommen. Da hätte ich Bock drauf. Und privat, einfach so, wie ich gepolt bin, kann ich privat nicht wirklich Ziele haben, weil alles, was ich privat gerne hätte, was passiert und so, das kann man nicht als Ziel sehen. Das ist ein bisschen dumm formuliert, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Wie kam es zum Vereinswechsel?
Hab das Ganze irgendwie ein wenig verpasst. Ja, das war im späten Herbst, im frühen Winter oder sowas, nachdem unsere Saison vorbei war. Viele von unseren Coaches, unter anderem auch unser Head Coach in einer anderen Rolle jetzt, aber auch unser Offensive Coordinator, der war bei Knights Offensive Coordinator, ist jetzt bei Adler Offensive Coordinator, sind halt zu diesem zweiten Team von Adler gegangen, was neu aufgemacht wurde. Und zwei von uns und ein anderer Spieler, der auch mit unserem Offensive Coordinator was zu tun hatte, wir sind dann als erstes mit und dann sind auch viele andere von Knights sind auch mitgekommen. Also dementsprechend sind da viele Spieler mit rübergegangen, viele Coaches. Genau. Und es ist deutlich professionelleres Umfeld beim Training und sowas. Deswegen, mir macht das sehr Spaß. Was ist dein Maximalgewicht bei Benchpress, Deadlift und Squats? Deadlift habe ich tatsächlich nicht viel gemacht, weil ich nie wirklich in einem Gym war. Und jetzt, seit ich im Gym war, da hatte ich fast von Anfang an Knöchel, beziehungsweise am Anfang war noch Saisonvorbereitung und sowas, da wollte ich dann auch nicht anfangen, komplett zu deadliften. Das ist meiner Meinung nach eher was für die Offseason. Deswegen, da habe ich nicht wirklich ein Maximalgewicht. Squats, das Maximale, was ich jemals gemacht habe, und da bin ich halt jetzt auch gerade erst wieder vorsichtig am Hocharbeiten wegen Knöchel, waren 120, glaube ich. Und Benchpress habe ich auch nie wirklich gemacht, weil ich nie wirklich im Gym war. Und meistens, wenn ich gehe, ist es halt auch nachts und ich gehe alleine. Deswegen, da ist Maximalgewicht probieren halt immer so ein Ding, weil ich würde halt ungerne zu viel haben und dann nicht hochkommen und die Gewichte runtersliden lassen müssen. Das wäre mir unangenehm. Das Höchste, was ich da gemacht habe, war, glaube ich, entweder 90 oder 95, bin mir nicht sicher. Hörst du es wahrscheinlich auf und nervt vermutlich, aber wie ist gerade der Stand mit Easy Money? Es ist nicht wirklich ein Stand. Ich habe letztens einen Kommentar gekriegt, dass ich mich dazu doch nochmal klar äußern soll, weil dieses ganze da so ein bisschen schwammig ist. Das war meine klare Äußerung dazu. Hoffentlich reicht euch das. Hast du dir zu den 20.000 Abonnenten selber was gegönnt als zum Beispiel Geschenk? Nee, ich habe, als ich ein Jahr jeden Tag was hochgeladen hatte, habe ich mir eine Uhr geholt von Holzkern. Die finde ich geil. Als ich 2 Jahre lang jeden Tag was hochgeladen habe, habe ich mir die Kette geholt. Und bei 3 Jahren habe ich es irgendwie verpeilt. Das war jetzt im Herbst und da habe ich mir nichts geholt. Vielleicht mache ich für 4 Jahre wieder was, wer weiß, wenn ich bis dann die Streak aufrechterhalten kann. Ist im Ach nee, ist gar nicht im Herbst, ist im August. Ich Dummkopf. Aber ja, für 20.000 Abonnenten habe ich mir nichts geholt. Nee. Lieblingsserie: Scrubs. Karriereende. Coachen, wenn ja, was? Koordinator oder Position, wenn was? Ich nehme an, der SPT ist Special Teams. Wenn nicht, dann bin ich ein Volltrottel und ich lese das jetzt als Special Teams und antworte auf Special Teams. Falls es was anderes ist, dann sorry. Greetings auf jeden Fall zurück. Okay, habe ich auch schon mit unserem Offensive Coordinator drüber geredet, so aus Spaß von wegen, was, wenn ich jetzt nochmal eine dickere Verletzung habe, wenn jetzt nochmal mein, keine Ahnung, Knie explodiert oder was auch immer, ob ich dann aufhören würde zu spielen, kann ich mir gut vorstellen, wenn ich nochmal eine dickere Verletzung habe, dass ich dann einfach sage, ja, okay, gut, dann ist es halt leider nichts für mich. Coachen würde ich tatsächlich sehr gerne. Wenn ja, was? Kommt halt drauf an, wo und wie ich gebraucht werde. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich direkt als Koordinator einsteigen könnte, würde. Das wäre dann vielleicht ein bisschen arge Selbstüberschätzung so. Position Coach würde ich gerne machen und ich glaube, ich würde da auch genug Zeit reinstecken, um mich damit auseinanderzusetzen. Es wäre natürlich leichter für Positionen, wo ich sowieso in der Vergangenheit schon mehr recherchiert habe und mehr Ahnung von der Technik habe, also Running Back, Receiver, DB vermutlich am ehesten noch, Linebacker. Ich glaube, da könnte ich am ehesten helfen. Quarterback ist halt super kompliziert und ich glaube, da hilft es immer, wenn man selber Quarterback war, wenn man da coachen kann. Also das weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Also da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Leute für den Job. Line, gerade O-Line ist super technisch und da habe ich super wenig Ahnung von. Da versuche ich natürlich auch alles aufzusaugen, was ich kann, aber auch das würde ich mir vermutlich nicht zutrauen. D-Line eher als O-Line, aber auch da hilft es, glaube ich, wenn man mal eher in der Richtung war. Und D-Line bin ich halt nicht. Würde ich mir auch zutrauen, aber da müsste ich auch sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Genau. Special Teams-Fan? Ja. Ich bin so hin und her gerissen bei Onside-Kicks, muss ich sagen. Manchmal finde ich die super geil, manchmal finde ich die dämlich. Ich mag, glaube ich, ganz klassische Punts. Von beiden Seiten aus. Aber ich weiß nach wie vor nicht, ob das mit SPT gemeint war. Wenn was ganz anderes gemeint war, dann bin ich einfach special jetzt. Und die letzte Frage: Kann ich das Q&A beenden?
gerne, du hast es hiermit beendet. Alles klar, das war's mit dem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Frage war dabei oder eine ähnliche Frage. Manchmal waren Fragen halt, wie gesagt, auch sehr ähnlich. Dann habe ich versucht, eine davon zu nehmen und ungefähr auf alles davon ein bisschen zu antworten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.